Hey, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 13. In der letzten Episode haben wir das Modifikationskit bekommen und damit können wir ab sofort Items modifizieren. Es gibt hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr Gegenstände modifizieren, dadurch Statuswerte verbessern, oder aber ihr habt die Möglichkeit, Gegenstände und Waffen zu zerlegen, um Komponenten dafür zu bekommen. Das Zerlegen ignorieren wir erstmal und kümmern uns um das Modifizieren. Waffen würde ich euch raten, für die Großteil des Spiels könnt ihr eigentlich komplett ignorieren. Wir kümmern uns jedoch um einige Accessories. Und zwar unter anderem mit diesen Silberarmreifen. Und den Kraftreif möchte ich gerne verbessern. Wir beginnen mit dem Silberarmreif und ihr seht schon, wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Komponenten. Ihr seht hier so ein Symbol, das ist so eine Art X mit einem Punkt oder so, keine Ahnung. Und darunter haben wir so eine Art Schraube. Das heißt, wir haben unterschiedliche Komponenten, organische und anorganische oder eben technische Komponenten. Der Unterschied zwischen diesen sind die technischen Komponenten. Ihr könnt es euch gerne mal angucken, geben relativ hohe Erfahrungswerte, während die anorganischen relativ niedrige Erfahrungswerte haben. Also hier 22 für einen Großknochen, aber so ein Passivsuchsensor gibt 300. Der Sinn ist, es gibt noch einen zusätzlichen Faktor, der sich mit in diese Kiste einreiht, und zwar der Multiplikator-Bonus. Für verschiedene Komponenten gibt es unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Wenn ihr organische benutzt, ich würde mal sagen, haben wir mal ein paar rein. Das hat gar nichts gebracht, das war schön. Jetzt haben wir einen Erfahrungspunkte-Bonus. Das heißt, durch das Verwenden von organischen Komponenten können wir die Wirkungsweise von technischen Komponenten verbessern. Das heißt, ich würde euch raten, haut die Komponenten in Viererschritten rein, bis ihr einen halbwegs anständigen Bonus bekommt. Anfangs würde ich sagen, doppelter Bonus reicht erstmal. Wir haben das Ding jetzt auf Level 3, das heißt, es braucht jetzt noch 1100 Erfahrungspunkte. Wollen wir mal was Gutes haben? 1300, das ist Verschwendung. 1100. Dann benutzen wir ein paar von denen. Damit haben wir es ausgelevelt. Dieser Stern zeigt, dass es ausgelevelt ist. Und damit haben wir den Silberarmreif ausgelevelt. Ich habe jetzt hier noch einen Silberarmreif. Den möchte ich auch noch ausleveln. Hier 4 rein. Doppelter Bonus ist also zumindest am Anfang reicht das noch. Hier nochmal 4, dann haben wir auch den ausgelevelt. Für den Kraftreif, der braucht um einiges mehr Erfahrungspunkte als andere Sachen. Von daher würde ich euch da raten, einen Dreierbonus hervorzurufen. Wenn wir es denn hinbekommen, heißt das. 4. Doppelbonus. Komm. Level up. Das war nicht ganz, was ich wollte. Dreifachbonus. Okay. Wir haben den jetzt auf Level 3. Das heißt, der braucht noch 3400 Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, was wir denn noch so zur Verfügung haben. 1200, 1700, 2800. Das war schon relativ gut. Die werden wir benutzen. Jetzt haben wir den auf Level 5 und wir haben noch einen Doppelbonus. Das heißt, wir brauchen noch 1300 Erfahrungspunkte.
hau noch die restlichen Tränen rein. Jetzt haben wir den Dreierbonus nämlich wieder. Oh, wir brauchen nur noch ganz wenig Erfahrungspunkte. Da hätte ich jetzt auch drauf achten können. 300, 1000, 300. Nehmen wir den hier. Dann haben wir ihn ausgelevelt. Das war jetzt nicht unbedingt die effektivste Art zu leveln. Allerdings, die Komponenten, die wir hier durch die ganzen Kämpfe bekommen, da ist es nicht so tragisch. Was braucht denn eigentlich ein Eisenreif auf Stern? Das ist nämlich überhaupt nicht viel. Das weiß ich. Das sind sehr wenig Erfahrungspunkte. Ich weiß die jetzt gerade nicht auswendig, aber für sowas gibt es 780 brauchen wir dafür. Das kriege ich noch zusammen. 670. 752. Das heißt noch ungefähr 100. Passt. Dann haben wir den auch aus. Millerit. Damit sollte ein Silberrahmenreif draus werden. Soll ich das tun? Nee, ich behalte den Eisenreif. Erstmal die Ausrüstung verändern. Haupt brauchen wir erstmal nicht. Ne, warte mal, doch. Sollten wir nicht verändern. Der braucht seinen Armreif. Du kannst den behalten. Du behältst deinen Eisenreif. Für den Anfang. Das hat keinen Vorteil. Du hast physischen Schaden minus 5. Du hast ihn jetzt auch. Das ist gut. Das reicht erstmal. Für den Anfang. Das hat genug HP mit dem Eisenreif, darum behalten wir den jetzt erstmal so. Ja, die Komponenten können definitiv um einiges... also sie können besser benutzt werden, sage ich jetzt mal. Also ihr könnt die richtigen Werte... Ich würde euch raten, während des ganzen Hauptspieles könnt ihr auf die Komponenten eigentlich so gut wie verzichten. Es ist relativ egal. Benutzt die Komponenten einfach und levelt die Accessories, die ihr, am besten die ich euch sage. Es gibt nicht so viele Accessories, die ihr wirklich braucht. Und ab einem gewissen Punkt werde ich euch auch sagen, was ihr für Komponenten... später ist es dann wirklich so, dass es besser ist, wenn ihr Komponenten einfach kauft und die Items dann so levelt. Anfangs... Donnert einfach rein, was ihr habt, um die Erfahrungswerte zu erreichen. Und wenn wir gerade von den Erfahrungswerten sprechen, leider sagt euch im Spiel nichts, wie viel Erfahrung die jeweiligen Komponenten oder Waffen brauchen. Dafür braucht ihr Listen, die ihr am ehesten im Internet findet. PS3 Trophies, Game Facts und es gibt auch ein Wiki dafür. Hat sehr gute Listen, wo die Erfahrungswerte genau angegeben werden. Das Problem an der ganzen Kiste ist, die ganzen Sachen sind alle auf Englisch. Das heißt, wenn ihr die benutzen wollt, seid ihr fast im Vorteil, wenn ihr das Spiel zum Aufbauen, Aufwerten der Accessories, einfach schnell auf Englisch umstellt. Die andere Möglichkeit, die ihr habt, ist, kauft euch das offizielle Lösungsbuch von Piggyback. Dort sind die ganzen Sachen auch eingetragen. Ja, das ist halt die andere Möglichkeit, die ihr habt. Ich weiß es nicht, es gibt sicher auch noch irgendwo deutsche Wikis und Guides dafür. Kenne ich aber keine. Ich habe persönlich aber keine Probleme damit. Ich hab jetzt die Sachen auch von dem Wiki rausgenommen. Ich habe einfach nach den Erfahrungswerten für Iron Bangles, Silver Bangles und dem Power Wristband gesucht. So heißen die Dinge auf Englisch. Also ich weiß es halt gerade zufällig. Bei anderen Sachen ist es nicht ganz so einfach. Cocoon zerstört. Gute Idee. What about Sarah? She said to save Cocoon. It might even be our focus to make sure Cocoon's... Our focus doesn't matter. I don't take orders from Falsi. Ja, das Aufbauen von Komponenten, also das Aufwerten von Accessories und Waffen. Ich nutze es selber während dem Hauptspiel nur sehr sporadisch. Ich baue nur das aus, wo ich wirklich weiß, dass es sehr nützlich ist. Später wird das wichtiger. Ich sage euch dann einfach, was ihr levelt. Und wie.
Waffen hingegen werden wir das Hauptspiel fast gar nicht leveln. Erst gegen Ende des Hauptspiels. Aber macht euch da auch keine Sorgen drum. Reine Statuswerte alleine machen gar nicht so einen großen Unterschied. Ob ich die Waffe jetzt auf Level 1 oder auf Level Stern benutze, macht, sind vielleicht 200-300 Angriffspunkte Unterschied. Das macht sich aber gar nicht so extrem bemerkbar. Von daher, wir leveln die Waffen, sobald es wirklich notwendig wird. I don't know what I should do. That makes two of us. Whoa! Hey! You're taking care of me. Well, it won't be if you keep pushing me like that. Und damit hat sich unsere Gruppe aufgeteilt in zwei Gruppen. Wir haben einmal Lightning und Hope. Wait for me! Die beide die Welt zerstören wollen? I'm going with you. I can't babysit you anymore. I can fight. I'm not afraid. Und alleine bist du total angeschissen, Light. Also. Great. A SCICOM hit squad. Hier haben wir 5 Gegner. Soweit die Gendarme sind neu, die Haufklärer kennen wir schon. Dann kümmern wir uns als erstes um den. Okay, der ist schon mal erledigt. Jetzt schnell die Gendarmen. Und dann heilen wir mal Hope durch, bevor der mir abkratzt. Dann kümmern wir uns um die nächsten Gendarmen. Die halten nicht allzu viel aus, sind haben auch Schwächen gegenüber Feuer und Eis, sind aber resistent gegen Blitzattacken oder können es werden. Wie sieht's aus? Ja, komplett erkundet. Dann drauf auf die guten Leute. Und damit haben wir gewonnen. Das ist relativ schwierig mit 5 Sternen zu gewinnen. Einfach durch die schier Anzahl an Gegnern und dadurch, dass wir nicht so wirklich stark sind. Aber es ist nicht so tragisch. Really? Thanks. So, also der Weg zurück ist abgeschnitten. Da haben wir ein Problemchen. Das heißt, wir müssen nach vorne. Und die beiden sind auf sich alleine gestellt. Uh-oh. Army's out to play. So, was habt ihr vor? What now? I mean, we could stay here, but shouldn't we run? Huh? Das ist eine Idee, ja, weg hier. We should run. If we rush in now, we'll just get in our way. You know, you're right. I guess. I mean, it's not like Lightning needs any help. Okay, weg hier. Die beiden flüchten, während wir uns auf den Weg zu Eden machen, um Eden zu vernichten. We should keep moving. Lightning, are you worried about the others? I'm sure they got away, okay? So can you if you leave now. With me, it'll be fight after fight. I don't know how it'll end. It's anybody's guess. Das ist ein RPG, was erwartest du? Es ist immer Kampf nach Kampf. But I need to be stronger. Mm-hmm. Lightning. Call me Light. What's the plan from here? Through the Gap or Whitewood to Palimpolam. We'll find transport to Eden. Okay. I live in Palimpolam. I can show you all the shortcuts. No side trips. No need. I don't think Lassie are welcome at home. Ha, okay, das heißt, wir gehen also im Moment in Richtung Lightnings Heimatort. Hopes Heimatort. So, erstmal hier ein bisschen
aufräumen. Die brauchen wir. Stärkungsattacke könnte auch nützlich sein. Doppelheiler, falls es gefährlich wird. Ansonsten haben wir eh keine anderen Paradigmen. Also das heißt, die Standardparadigmen im Moment sind sehr nützlich. Ich ändere nur gerne die Reihenfolge, damit ich schneller Zugriff auf wichtige Paradigmen habe. Was haben wir denn hier noch Neues? Ah, Maltran. Davon haben wir einen Haufen. Gut, geht's weiter. Vorne ist ein Speicherpunkt, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich meine, ja, theoretisch könnte ich den Part jetzt beenden. Ich laber schon ein Weilchen. Aber ich will noch ein bisschen was storymäßig in den Part reinbringen, nachdem ich euch erstmal einen Haufen Zeug erklärt habe. Ja, Jungs, das wird wohl nicht. Was haben wir hier? Noch mehr Gegner auf beiden Seiten. Ich würde mal sagen, ich hab's mir fast gedacht, dass wir gehen hier lang, denn ich bin mir ziemlich sicher, hier ist irgendwas. Natürlich. Oh, neue Gegner, Anwärter. Ja, neue Gegner ist gut. Ich habe die im letzten Kampf schon bemerkt, aber ich... Ja, es war zu spät. Von daher, ich habe sie im letzten Kampf mit Libra... ich habe sie im letzten Kampf Libra affiziert. Das ist das Problem mit den ganzen Soldaten hier. Es ist zum Teil schwierig zu wissen, ob das ein neuer Gegner ist oder ob es die gleichen sind wie immer. Glasfaserkabel, gut. Noch mehr Komponenten. Wenn wir einen Haufen benutzt haben, sind die natürlich gern gesehen. Hier ist ein super Ort, um Phönixfedern und Heiltränk zu sammeln. Falls ihr welche braucht. Ah, da haben wir was Neues. Mal gucken, ob ich das zum Überraschen komme irgendwie. Das ist ja der Weg hier rundherum gedacht. Und ein Analysator, die sind auch immer gut. Hm, komm schon, dreh dich weg. Braver Robo, hab ich dich? Wunderbar. Die Ulan-Drohne. Okay, erstmal analysieren. Dann ballern wir die den Serienbutton ein bisschen hoch. Der Kombo gibt's Ärger. Wunderbar, super funktioniert. Gegeben hat's zwar nichts, aber egal. Wir haben eine Drohne erledigt. Was haben wir denn hier Schönes? Ich sehe hier auf jeden Fall einen Gegner. Oh Gott, und nochmal so ein Viech. Nicht euer Ernst, oder? Sind wir zu zweit erledigt? Nothing. No sign it's been activated. Okay, das ist nicht aktiviert. Na toll. What was Psycom doing here? Probably thought we'd try and use a pulse machine to escape. Maybe we should try it. What does this do? Hey, you're gonna hurt yourself. Don't touch that. Wait, what if it works? Ja, dann haben wir ein Riesenproblem, wenn das Ding funktioniert. Oder auch nicht? I told you to leave it. Stop! Stop already! I think I got it. Light, I think I can work this. Okay. Interessant. Wir haben also jetzt eine Kriegsmaschine. Die gehört jetzt uns. Wuhu, cool. Da braucht schon Beschwörungen, wenn wir Kriegsmaschinen haben. Ding, 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 ding. Was ihr mit dem Ding tun könnt, ist, wenn ihr diese Tore durchbrecht, können wir angreifen, was ziemlich effektiv ist. Yahoo! Yahoo! Ich mag das Ding. Ah, lebt noch was? Nee, oder? Komm schon, lauf! Ja, jedes Mal, wenn ihr durch so ein Tor geht, könnt ihr halt wieder dreimal angreifen.
Da vorne wartet auch schon ein neues Geschwader auf uns von Maschinen, die... Donk! Ich mag das. Push. Und neue Angriffe. Ich glaube, wir sollten so wenig wie möglich bis gar keine von den Viechern zertrampeln. Das heißt, wir warten hier, bis die alle zu uns kommen. Wusch, warum laufen die alle weg von mir? Ja, nee, das wird so nischt. Ja, eben, das funktioniert auch. Ihr könnt sie auch einfach über den Haufen latschen. Rennen die weg oder so? Ja, eben, das ist es. Entkommen dürfen sie nämlich nicht. Bonk. Die vielleicht noch. Donk. Das macht auf jeden Fall Laune. Wusch. Und alles zerstört. Haben wir's? Ich glaube, wir haben es. Es ist halt so ein kleines Minigame. Ihr müsst die ganzen Soldaten killen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Zeitlimit was dabei oder so. Ihr könnt hier Items gewinnen. Und wir wären fast draufgegangen. Nice landing. Die Landung musste noch arbeiten. An der Landung musste noch arbeiten, Jungs. Ich glaube, ich nehme den Part Haupt der Bruchpilot, das passt. Wait up. Ja, ist eine Idee. Ich habe einen Partnernamen. Für dieses Minispiel gibt es zwei Schätze hier. Gucken wir mal, was wir gewonnen haben. 300 Gil, das ist nicht viel. Und ein Blitzring, das ist das beste Ergebnis, haben wir nicht hinbekommen, aber was soll ich machen? Ich habe die ganzen Robos hier gekillt. Ihr könntet theoretisch auch wirklich hier wieder hochladen. Naja, doch nicht ganz. Das bringt euch aber eigentlich wirklich gar nichts von daher. Jetzt sind wir wieder ganz normal unterwegs. Ich hätte hier gerne... Oder war der Blitzring sogar das Beste? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, die Maschinen sind nützlich. Müssen wir die ganzen Gegner nicht bekämpfen, sondern können einfach so die Gegner über den Haufen hauen. Aber gut, das sollte reichen. Das ist eh schon ein ewig langer Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute, euer Triegel.